Thank you.
Hallo Freunde der fortgeschrittenen Gitarrenmusik. Wir haben gerade die Originalversion von Enrique de Valderrabano, der Pavane, gehört. Und anhand dieser Pavane möchte ich jetzt abschließend einige Dinge klären, die ich schon öfters angesprochen habe. Dazu habe ich auch eine erweiterte Version gemacht, La Valderrabana, in der ich mit dieser Pavane so umgegangen bin, wie sicher damals Valderrabano selber auch. Es ist eine Praxis, die wir kennen von Händel, von Bach, von allen Komponisten ihrer Zeit. Sie sahen sich damals gar nicht so als die Schöpfer, so wie sich der Beethoven als Schöpfer gesehen hat von seinen Werken, sondern sie sahen sich in einer Entwicklung der Musik. Und wenn sie ein Stück gefunden haben, das ihnen gefallen hat, dann haben sie das Stück genommen und haben eine bessere Version, eine entwickeltere Version davon gemacht. Ein Paradebeispiel ist Georg Friedrich Händels Xerxes oder Serse. Die gab es schon in mehreren Varianten davor, von einem gewissen Francesco Cavalli. Es war also einer der größten Erfolge. Und Händels späterer Konkurrent in London, der Giovanni Bononcini, hatte auch einen Xerxes geschrieben. Und bei dem hat sich Händel außerordentlich ausgiebig bedient. 20 Nummern allein sind von Bononcini und sogar Händels fast berühmteste Arie Ombra Mai Fu, das berühmte Largo, ist von Bononcini. Nun hat Händel nicht einfach abgeschrieben und Valderrabano hat auch nicht einfach abgeschrieben, sondern er hat diese Stücke weiterentwickelt. Und der Bononcini hätte das als große Ehre empfunden, dass der Händel das gemacht hat, weil er selber den Serse ja auch nicht als seine Kreation sah. Von Valderrabano wissen wir fast nichts. Wir wissen nur die paar Sätze, die in seinem Werk steht, das aus 7 Büchern besteht und in denen er sagt, dass er von Peñaranda de Duero käme, das in der Nähe der Hauptstadt des Baskenlandes Vitoria-Gasteiz beheimatet ist. Dann wissen wir noch, dass das Werk einem Herzog von Miranda de Castañar, dem Francisco de Zúñiga, gewidmet ist. Man weiß weder, wann er geboren ist, noch wann er gestorben ist. Er ist also unter den ganzen Vihuelisten seiner Zeit nicht nur einer der Besten, sondern auch einer der geheimnisvollsten. Sein Werk umfasst 7 Bücher. Da gibt es sehr viel Material, das für Lernende ist. Und dann gibt es 33 Fantasien. 19 davon sind Adaptionen von Francesco da Milano, die er, so wie wir das gerade beschrieben haben, weiterentwickelt hat. Das Ungewöhnliche an dieser Pavane ist, dass er nach 4 Variationen die Tonart wechselt. Er macht nur bedingt diese imitierende Kontrapunktik, die wir sonst immer hören. Was bedeutet, dass er es vermeidet, dass er sich bewusst ist, dass das alle machen und er macht mehr einen korrespondierenden Kontrapunkt. Es ist also nicht so, dass man sich gegenseitig nachplappert, sondern man unterhält sich. Das ist also schon eine Weiterentwicklung. Auch in der indischen Musik hat man diesen kanonischen Kontrapunkt, diesen nachplappernden Kontrapunkt. Einer singt die Hauptmelodie und ein Begleitinstrument imitiert es wie als Echo immer im Hintergrund. Das hat er also aufgegeben zugunsten einer Unterhaltung, wo unterschiedliche Stimmen sich ergänzen. Der eine stellt eine Frage, der andere gibt eine Antwort. Und man wirft sich also melodisch, kontrapunktisch die Bälle zu. Nun bin ich ja überzeugt, dass Rabano damals diese Stücke, habe ich auch schon öfters gesagt, nicht so gespielt hat, wie er sie aufgeschrieben hat. Das waren Übe- und Erinnerungsversionen und das waren auch gut definierte Versionen, zweifellos. Aber er hat da sicher Vorspiele gemacht, bei dem Harmoniewechsel hat er sicher ein Zwischenspiel gemacht. Dann hat er sicher von einzelnen Variationen, die er schon gemacht hatte, dann auch improvisatorisch neue
Versionen, sogenannte Doubles gemacht, was ich auch schon erklärt habe. Die hat er unter Umständen auch aufgeschrieben. Aber er hat sie nicht veröffentlicht. Und das ist ja bei jedem Komponisten so, sehr viele Dinge oder fast die meisten Dinge, die er komponiert hat, sind gar nicht veröffentlicht, sondern nur ein paar Hits sind draußen. Nun habe ich versucht, in einer eigenen Version das zu tun, was ich mir vorstelle, was damals gemacht worden ist, und bekomme das Stück so auf mehr als die doppelte Länge. Wenn man solche Zwischenspiele macht, dann sollen diese Zwischenspiele natürlich etwas mit dem Stück zu tun haben. Grundsätzlich hat diese Pavane deutliche Züge, die an den Flamenco erinnern, der ja entstanden ist aus der Konfrontation von europäischer Musik und arabischer Musik. Schauen wir uns die Basis an, die hinter dieser Pavane liegt. In England nennt man das den Ground. Wir haben eine Folia in E-Moll, die ist normalerweise E-Moll, H, E-Moll, D, G, D, E-Moll, H, und er macht zweimal H. Und jetzt kommt das Spanische, bringt also diese spanische Harmonie am Schluss. Er endet wieder auf der Dominante, macht das zweimal, sind 16 Takte. Und jetzt kommt der B-Teil, jetzt geht er vom Dreiertakt in Zweiertakt und wechselt die Harmonien schneller. 1, 2, 1. Und wieder das Spanische zur Dominante. Das kommt zweimal. Und jedes Mal wird er lauter. Und jetzt kommt eine weitere Variante im Zweiertakt. Und als Nachspiel das Leise. Das ist also der Hintergrund, auf den die ganze Variationen montiert sind. Und dieser Hintergrund wird hinterher einfach um einen Ton nach unten transponiert. Die letzte Variation oder das Finale, da sieht man so richtig, wie er die Stimmen virtuos korrespondieren lässt. Ganz zum Schluss, so halb im Spaß, noch ein paar Gedanken zum Namen. Zum einen gibt es im Baskenland ein Dorf, das heißt Valderrábano, Tal der Rettiche. Das ist eine ganz einfache Erklärung, wie es zu dem Namen gekommen ist. Es könnte aber auch eine andere Geschichte geben. Enrique heißt Heinrich. Und Valderrábano könnte auch ein Name sein, der aus dem Deutschen kommt. Man sagt ja, die Katalanen seien die Deutschen von Spanien. Und die Basken sind so ein anderes Volk, das sich nicht in Spanien einreihen lässt, die auch eine ganz eigene Sprache haben, die auf keine indogermanischen Wurzeln zurückgeht. Aber trotzdem sind natürlich damals die Leute auch gereist und vor allem Musiker sind gereist. Es sind auch Kreuzfahrer gereist ins Morgenland, zu den Kreuzzügen sind untenrum über Marokko zurückgekommen, sind vielleicht in Spanien hängen geblieben. Und was man bei Valderrábano hört als Deutscher, ist Walter Rettich. Und Rettich, das heißt Rabano, und dann hieß der Valderrábano. Es gibt noch eine andere Deutung. Der Raban war ein heiliger Vogel des germanischen Gottes Wotan. Es war ein Rabe. Auch das könnte eine Deutung sein. Aber wie gesagt, das sind reine Fantasien. Meine Version, die auch wieder ein Wortspiel beinhaltet, die Fantasia La Valderrábana, ist dann auf meinem Hauptkanal zu hören. Ich wünsche euch viel Spaß.